Beeilt euch, es geht bald weiter. Am 29. Juni geht Ubisofts Open-World-Rennspiel The Crew 2 an den Start und setzt wie schon der Ende 2014 erschienene Vorgänger auf eine gigantische Spielwelt, nämlich eine komplette virtuelle Version der USA. Auf einem Preview-Event haben wir bereits ein paar Rennen absolviert und einige Eindrücke zum Spiel gesammelt. Die Open World ist wie gesagt riesig und im Vergleich zum ersten Teil nur noch deutlich detaillierter. Gerade in grafischer Hinsicht haben die Entwickler von Ivory Tower bei The Crew 2 wirklich ein paar Schüppchen draufgelegt. Beispielsweise sehen die Licht- und Reflexionseffekte sowie die Fahrzeugmodelle besser aus und auch die Spielwelt hat eine optische Überholung bekommen, auch wenn die Innenstädte der großen Metropolen im Spiel wie hier New York immer noch ein wenig steril wirken. Größte Neuerung in The Crew 2 ist, dass ihr nun nicht mehr auf Autos beschränkt seid, sondern auch in Booten und Flugzeugen durch die Spielwelt heizt und Rennen bestreitet. Der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Vehikeltypen funktioniert bei der freien Fahrt sogar jederzeit auf Knopfdruck und das machte beim Anspielen mit am meisten Laune. Wie schon der erste Teil hat auch The Crew 2 wieder eine Story, die ist allerdings nicht mehr so tief im Spiel verwurzelt und nach unseren Anspieleindrücken auch eher zu vernachlässigen. Ihr verkörpert einen aufstrebenden Rennfahrer, der nach und nach an Events teilnimmt und so immer mehr Follower sammelt. Rennspielfans dürften diesen Ansatz schon öfter gesehen haben, hier bietet The Crew 2 also beileibe nichts Neues. Auf der Karte gibt es insgesamt 4 große Zentren, die für jeweils unterschiedliche Rennarten stehen, nämlich Street Racing, Freestyle, Pro Racing und, wie hier zu sehen, Offroad. Habt ihr für jede dieser sogenannten Motorsportfamilien ein Einführungsevent bestritten, wird die Map mit weiteren Events bestückt, dort sammelt ihr dann weitere Follower, um dann wiederum neue Events freizuschalten, so bekannt, so vertraut. Anders als im ersten Teil steht allerdings nun von Beginn an die komplette Karte zur Verfügung, ihr müsst sie also nicht erst mühselig nach und nach freischalten. Dafür bleiben die zahlreichen Nebenevents bestehen, die ihr per Hindurchfahren aktiviert, beispielsweise Geschwindigkeits-, Slalom- oder Fluchtherausforderungen. Zwischen den einzelnen Events könnt ihr eure Fahrzeuge auch mit diversen Bauteilen upgraden, die ihr wiederum für abgeschlossene Rennen oder Nebenaufgaben bekommt. Im Vergleich zum ersten Teil scheint dieser Aspekt aber nicht mehr allzu stark im Vordergrund zu stehen. Dafür gibt's nun eine deutlich schickere Spielerbude, in der ihr euch euren derzeit favorisierten Fuhrpark im Detail anschauen könnt. Vom Handling der einzelnen Fahrzeugtypen sind wir beim Anspielen positiv überrascht. Die schwammigen Kontrollen des ersten The Crew sind passé und auch wenn das Fahrgefühl immer noch nicht perfekt ist, haben die Autos nun spürbar mehr Gewicht und auch die Flugzeuge und Boote steuern sich eher arcade-lastig, deswegen aber auch angenehm unkompliziert. Bei den Rennen, von denen wir diverse kürzere und längere ausprobieren konnten, fiel uns allerdings noch ein merkbarer Gummibandeffekt auf, der unsere KI-Kontrahenten beim kleinsten Fehler selbst bei größerem Vorsprung ohne Probleme an uns vorbeiflitzen ließ. Kann natürlich sein, dass sich das im fertigen Spiel noch ändert, nervig war der Gummibandeffekt trotzdem. Natürlich ist auch ein Online-Modus mit an Bord, in dem ihr euch mit bis zu 3 anderen Fahrern in einer Crew zusammenschließen und gemeinsam Rennen absolvieren könnt. Jeder aus der Crew kann dann zu beliebigen Startpunkten auf der Karte fahren und dort dann per Knopfdruck die anderen Mitglieder zum Beitritt auffordern. Das Spielerlimit in einer Session beträgt weiterhin 8. Alles in allem erwartet uns mit The Crew 2 am 29. Juni unseren ersten Eindrücken nach also ein solider zweiter Teil, der ganz nach dem Motto etwas schöner und auch etwas besser zu funktionieren scheint und insbesondere mit der Vehikelwahl aus Flugzeugen, Booten und Autos punkten kann. Das Spiel erscheint für die PS4, die Xbox One und den PC.